diesen Bericht gewesen, den die Kommission ergreift. Danke. Danke schön, Kollege Stadler. Frau Präsidentin, ich habe gestern gegen diesen Bericht gestimmt, und zwar zunächst einmal deswegen, weil ein sozialistischer Kollege gemeint hat, man müsse Österreich und Luxemburg in den Griff bekommen. Ich muss Ihnen klarlegen, dass weder die Kommission noch irgendjemand darin in Österreich in den Griff bekommen muss. Zweitens, Österreich ist kein Steuerparadies. Österreich hat eine der höchsten Abgabenquoten in der gesamten Europäischen Union mit 44% Abgabenquote. Das heißt, ein halbes Jahr lang arbeitet man in Österreich nur für den Staat. Was soll daran bitte Steuerparadies sein? Drittens, dieser Bericht richtet sich nicht gegen Steuerflucht, sondern dieser Bericht richtet sich gegen den Steuerwettbewerb. Die Europäische Union macht sonst aus dem Wettbewerb geradezu ein Dogma, vergötzt den Wettbewerb, aber im Steuerbereich darf man auf einmal keinen Wettbewerb mehr ausüben. Ich bekenne mich zum Steuerwettbewerb. Die Lösung liegt nicht in der Überwachung der Menschen, sondern die Lösung liegt in der Senkung der Steuerlast und die Lösung liegt darin in der Vereinfachung der Steuersysteme. Dann können Sie auch leichter Steuer einheben und werden der Steuerhinterziehung wesentlich besser Herr werden als durch diese lächerlichen Überwachungsmaßnahmen. Danke schön. Frau Antonescu. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise sind dergestalt, dass aggressive Steuerplanung eine